Spiele verloren. Und dann gibt es diesen Mann aus Holland, der heißt Dirk-Jan Derksen. Zuletzt hat er gegen Rapid ganz spät den Ausgleich erzielt und wurde heute von Trainer Hochhauser dafür belohnt mit einem Einsatz von Beginn an. Ja, des einen leid, des anderen freut. Patrick Jeschek muss auf die Ersatzbank. Und der Schiedsrichter, der kommt aus der Schweiz, Guido Wildhaber mit den Assistenten Rosier und Fernandez. Guter Besuch, etwas über 4000 Zuschauer sehen die Wiener Austria, die gegenüber den Derby nur an einer Position verändert ist, nämlich, wie schon eingangs erwähnt, Derksen anstelle von Jeschek. Austria beginnt sehr ambitioniert, erste Möglichkeit, Derksen! Und 1:0 für die Wiener Austria in der 9. Minute. Also diesen Derksen dürfte das Derby-Tor wirklich viel Selbstvertrauen gegeben haben. Pass kommt von Letwon. Genau in den Lauf, paar zu spät und Pavlovic ohne Chance. 1:0 Führung nach 9 Minuten für die Wiener Austria und auch unter den Besuchern Peter Stöger, der ja bei den Amateuren spielt. Nach der Führung der Wiener Austria kommt dann der LASK immer besser ins Spiel. Foul von Dospel an Saria. Freistoß für den LASK. Nikolic und Wolfart. Ball war nicht so leicht zu halten. Hat viele Fehler gehabt. Hier sehen wir es aus dieser Perspektive. Dreht sich stark herein. Aber Wolfart aufmerksam. Brenner. Saria. Und Möglichkeit. Nikolic rutscht da neben dem Ball vorbei. Also der LASK jetzt mit einigen guten Möglichkeiten. Einigen guten Ausgleichschancen. Um einen Schritt zu kurz hier in dieser Szene Nikolic. Einwurf für die Wiener Austria. Hieden, der wirft sehr weit. Direktabnahme von Derksen. Also hat Selbstvertrauen bekommen und hat den Ball etwas zu hoch genommen. Aber eine gute Szene. Der LASK jetzt wieder unter Druck, versucht über den Konter zum Erfolg zu kommen. Saria bleibt am Ball und da hat die Austria Glück gehabt. Saria wollte den Ball eigentlich flanken, ist aber im Schritt zu kurz gewesen und da ist der Ball über den Fuß abgerutscht und Wohlfahrt wäre da bald hineingefallen. Hat aber Glück gehabt bei dieser Szene. Wagner. Foul von Moore. Trifft da das Standbein. Freistoß für die Wiener Austria. Gut angetragen. Und der Kopfball von Dospel. Dospel, der ja bei den Standardsituationen und Kopfballmöglichkeiten immer wieder mit nach vorne kommt. Pausenstand also 1:0 für die Austria. Und kurz danach verletzt sich Hieden. Für ihn kommt Schmidt ins Spiel, er spielt dann im Mittelfeld und Leitner ist auf der rechten Seite Mandecker. Kopfball, Derksen und Gröbel rettet auf der Linie. Mit einem Hechtkopfball verhindert er einen weiteren Verlusttreffer für die Linzer. Dann hat sich auch Dospel verletzt, eine Knöchelverletzung, für ihn kommt Rost. Also Schmidt spielt jetzt rechter Mandecker, Leitner Mandecker links, also seine dritte Position in diesem Spiel. Die Austria, die wird jetzt immer stärker. Hopfer zuvor, dann Meier lebt. Hopfer, Ball kommt zu Wagner. Und das ist das 2:0 in der 60. Minute. Hier die Vorgeschichte. Meier lebt, hat da Ballglück. Hopfer schießt den Ball dann nur weg, aber ideal steht Wagner. Und Pavlovic hat keine Chance, den zweiten Treffer der Austria zu verhindern. Dann kommt Jeschek anstelle von Derksen. Rost, gute Abwehr von Pavlovic. Jeschek, und das ist das 3:0 in der 74. Minute. Die Austria, die erarbeitet sich jetzt Chance um Chance und entsprechend zufrieden, die Austria-Anhänger. Hier der Schuss von Rost, Abwehr von Pavlovic. Jeschek und die 3:0-Führung der Wiener Austria. Pavlovic, Roseano,
Er macht einen schweren Abspielfehler. Meyerleb läuft auf Rosiano zu, wechselt die Laufrichtung. Und Tor 4:0 in der 76. Minute. Also schwerer Fehler von Rosiano. Die Vorgeschichte, die zu diesem Treffer geführt hat. Und Meyerleb hat auch da noch beim Abschluss Glück. Trifft da ganz genau ins kurze Eck. Also Komote 4:0 Führung der Wiener Austria, die, und das muss auch gesagt werden, heute wieder ganz hervorragend spielt. Dann eine Chance für die Linzer, Frigat und Wolfer. Aber auch in dieser Höhe ist die Führung der Austria vollauf gerechtfertigt. Die Mannschaft wirkt kompakt, ist laufstark. Und er spielt sich Möglichkeit um Möglichkeit. Das 5:0 durch Timo Rost in der 87. Minute. 5:0 besiegt die Wiener Austria den LASK. Und Frank Stronach kann nach langer Zeit auch Applaus ernten. Verabschiedet die Spieler per Handschlag. Heinz Hochhauser bedankt sich schriftlich bei den Fans. Ja, Heinz Hochhauser hat leicht lachen. +0 heißt die Torwette im Totoschein bei 4 oder mehr geschossenen Toren. Auf jeden Fall eine klare Einserbank. Und Alexander Stromer hat LASK-Trainer Koljanin nach dem Spiel gefragt, was denn nun eigentlich diesen Klasseunterschied ausgemacht hat. Wenn ich sage, was ich denke, gibt ein gewisser Herr Stronach, der hat 8 Spieler gekauft. Ja. Hätten Sie auch gern Bernal? Nein, meine Arbeit ist schwieriger und ich habe viele neue, jetzt bekommen einige neue Leute, leider erst nach 6-7 Runden. Wir haben körperliche Defizite, in der zweiten Hälfte hat man gesehen. Natürlich bin ich sehr zufrieden mit dem Sieg, denn es war heute nicht leicht zu spielen, aber das war für LASK auch nicht einfach, denn die Temperaturen waren höllisch. Und so bin ich zufrieden, wenn man 5:0 zu Hause gewinnt, bin ich sicherlich zufrieden. Noch